Schleimhäute, herzlich willkommen. Auf den Kanal Scandal Gaming. Und dann spielen wir mal wieder Euro Truck Simulator 2. So, wie ihr hier auch sehen könnt, tun wir heute mal ein bisschen Düngermittel nach Bremen liefern. 16 Tonnen. Und dann gehen wir auch direkt hier auf Auftrag annehmen und fahren dann mal los. Beziehungsweise müssen noch kurz warten und dann fahren wir los. Ich habe jetzt ewig dieses Spiel tatsächlich nicht mehr gespielt. Und es regnet direkt. Perfekt. Erstmal direkt Regen. Leute, ich muss noch mal kurz was trinken. Oh, so. Ich weiß gar nicht mehr, auf welchen Knopf das aufgeht. Oh, auf L. Ah, nee. J. Okay. M ist Menü. Egal. Nee. Nein. Hallo. Fahrt vorsichtig. Radar deaktiviert. Okay. Ich weiß gerade nicht. Ah, jetzt. So. Dann einmal Licht. Nach links, ja. Ich muss gerade hier. Ich habe technische Schwierigkeiten. Demnächst rechts abbiegen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. So. Moment. Jetzt kann ich fahren. So. Ah, jetzt weiß ich, was ich machen wollte. Den Sitz einstellen. So. Damit ich hier mehr sehen kann. Perfekt. Schwere Geburt war das gerade, aber es funktioniert. Uni Schild. Aber was fährt der denn jetzt rückwärts? Bleiben Sie bitte da stehen. Danke. Ach so, ich habe wieder diesen riesen LKW. Ich fahre den riesen LKW. Das ist ja noch scheißer. Scheißer? Scheiße. Noch mehr. Ihr wisst, was ich meine. Ab nach Amerika. Baum. Da war ein Baum. Aber zum Glück nichts passiert, weil ich der weltbeste Fahrer. Ich wollte gerade Fahrradfahrer sein. Ja, Fahrradfahrer bin ich auch. Der Weltbeste. Mein 30 km/h Fahrrad. 50 darf ich hier nur fahren. Ach, das geht auch schneller. Ich fahre schneller, denn ich bin der Weltbeste LKW und ich darf LKW-Fahrer und ich darf das. So. Fahren wir hier einfach mal 60, also 10 km/h zu schnell. Ja, 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 ich biege natürlich links ab. Ja, komme ich zum Stehen. Okay, der Ecke hat gute Bremsen. Das muss ich auf jeden Fall... Oder ich bin die Bremse. So, nö, ich fahre jetzt. Die bleiben da schön stehen. So. Nein, bitte nicht an dem Schild kommen. So. Jetzt nach rechts. Und let's go. Wir fahren ab nach Bremen. Bremen ist sogar... schon dort. Ab nach Bremen. Diese Kackampel, die ist schon wieder sehr scheiße. Ja, ich weiß, dass ich nach rechts abbiegen muss, aber die Ampel ist leider rot. Komm hier nicht drüber. Ah, sie ist grün. Jetzt kann ich wieder fahren. Danke sehr, Ampel, dass sie auf grün geschalten haben, damit wir heute auch an Bremen... Ach, ich laber schon wieder so viel Scheiße. Also kaum zu glauben. So. Ja, hier dürfen wir nur 50 fahren und ich weiß, dass die Kurve sehr nicht scharf ist, weswegen ich einfach abrollen lasse. So, jetzt Gas geben.
Und let's go auf die Autobahn. Wir fahren nach Bremen. Und die Bullen sind auch direkt dort. Moinsen. So, natürlich nennt man die Polizisten. Genau, nur natürlich nur Polizisten. So, 200. Wie ist er dann? Ich muss nicht abbiegen. Muss er abbiegen? Mehr oder weniger. Nee. Wir fahren 90 km/h mit einem LKW. Ich wusste gar nicht, dass LKWs echt so schnell fahren können, ne? Also normalerweise, also die dürfen ja nur 80 fahren. Ich glaube aber, alle LKWs können schneller fahren. Aber, also ich fahre jetzt hier gerade, wie ihr sehen könnt, einfach 20 km/h zu schnell. Da will man mehr. So. Ich fahre gleich 30 km/h zu schnell. Wir kommen heute sehr schnell an. Dortmund und Bremen, ja. Ihr wollt aber nur nach Bremen. So, warum ist hier eigentlich so sonnig? Also es ist dahinter, hinter mir ist es hell und hier ist es richtig dunkler. Das ist doch not good. Moinsen, Kollege. Wow, fast in ihn reingefahren, weil er so scheiße fährt. Nein, ich bin nicht der scheiße fährt, obwohl ich der Weltbeste fahre. Sind da jetzt schon wieder die Bullen? Polizisten meinte ich. Ja, natürlich. Moin. Einfach mal angehupt. So. Dann fahren wir weiter Richtung, ja. Richtung Amerika, weißt du? Könnt ihr mir mal Platz machen? Ihr seht doch, dass ich hier zu schnell bin. Nichts passiert. Alles im grünen Bereich. Eigentlich im roten Bereich, dieser Kackbus. Junge, ich war 130 km/h. Was ist mit dem LKW passiert? Also ja, Turbo um Dings drin oder was? Ich muss bremsen. Sonst fahre ich hier noch Leute oben. Demnächst rechts abbiegen. Boah. Das schaffe ich. Ich bin der weltbeste Fahrer. Fahrer. Ja, alles im grünen Bereich. Wir sind wieder von der Autobahn runter. Fahren jetzt hier rechts ab und nehmen fast die Ampel mit und dieses Schild auch fast. So, und jetzt können wir einfach diese Kackdinger hier runterlassen und auch Licht ausmachen, denn es ist komischerweise wieder hell. Ja, das ist, glaube ich, nur so eine Schnellstraße, oder? Also, ich glaube, das ist eine Schnellstraße, das ist keine Autobahn. Ich weiß es nicht. Sieht aber sehr nach Dings aus, tatsächlich, nach Schnellstraßen. Einfach nur. Ja, okay, das ist keine Autobahn, weil eine Autobahn, da fährt man nicht. Ja, das ist eine Schnellstraße. Haben wir doch richtig gesagt. Biege nach rechts ab. Warum glaubt mir denn keiner? Kann ich nach rechts abbiegen, wenn die Ampel rot ist? Ja, also. Ah, danke. Wollte schon sagen. Wann wird's denn mal grün? In dem Moment ging die Ampel auf einmal auf grün. Ich komme hier nicht rum. Das ist so scheiße. Und ich bin auch gleich am Reiseziel. Das hat sich null gereimt. Aber ich singe trotzdem. Das ist so. Demnächst links abbiegen. Ja, ich biege doch sehr gerne nach links. Denn ich kann auch nur nach links abbiegen. Wow, ich sollte mal bremsen, damit ich auch noch rumkomme. Hallo? Gib doch mal Gas. Also 130 km/h kannst du fahren, aber brauchst du 100 Millionen Jahre, um Gas zu geben. Boah, das Stoppschild, ja, fast mitgenommen. Ach, ich dachte, wir fahren jetzt noch weiter. Ich beherrsche alles. Das kann man sogar gar nicht. Mit dem großen Ding. Ja, Ergebnisse anzeigen, alles im grünen Bereich. Warum nur so wenig? 1900 nur. Das ist ja mager.
Gut, dass ich Großaufträge habe. Naja, immerhin habe ich 40.000 Euro. Wartet. Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinen Discord-Server Vorbär, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ladet auch gerne meinen Discord-Bot ein. Das ist ein Musikbot, der 24/7 Radio spielt. Schaut auch gerne bei SNX vorbei. Dort könnt ihr euch ein eigenen Bot machen. Ja, habt einen traumhaften Tag. Hau rein und euer Sando. Ciao, ciao.